Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX und OpenTX und mittlerweile Express LRS Weekly. Und ja, gleich eine Vorwarnung vorweg. Die heutige Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger und vielleicht auch ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, ihr lasst euch einfach mal drauf ein. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte euch ein cooles neues Feature von Express LRS demonstrieren, was eigentlich für einen ganz anderen Zweck gedacht ist. Aber ich denke schon, dass auch die Funktionsmodellbauer, und darum soll es ja um in meinem Kanal hier hauptsächlich gehen, dass die das auch ganz gut gebrauchen können. Ich habe hier einen Versuchsaufbau, ihr seht das schon. Ich habe hier einen Express LRS-Empfänger, in dem Fall ist es ein Radio Master ER8 zu liegen, mit einem angeschlossenen Servo, und offensichtlich ist der schon unter Strom gesetzt. Genau, und der ist auch in dem Wi-Fi-Modus mittlerweile, weil der schon seit mehr als einer Minute hier läuft. Dann habe ich hier einen zweiten Empfänger, der kommt nachher zum Zuge. Der sitzt hier drauf auf dem Cruise-Controller. Ich hätte da auch einen ganz normalen Empfänger nehmen können, einen fertigen PWM-Empfänger. Leider sind alle meine anderen Empfänger eingebaut. So blieb mir jetzt nichts anderes übrig für dieses Video, als meinen Cruise-Controller oder einen Prototyp von dem Cruise-Controller hierher zu nehmen. Da ist der Empfänger drauf und hat auch PWM-Ausgänge für Servos. Also das ist das Gleiche jetzt hier wie so ein Empfänger, oder erfüllt für dieses Video die gleiche Funktion. Gut, jetzt legen wir das erstmal nochmal für einen Moment an die Seite, und wir kommen hier zu der X12S, die ja auch schon im Bild ist. Die Anlage, ja, es ist ja eine Anlage, die heftig modifiziert ist. Warum jetzt die X12S? Die liegt auch nur zu Demonstrationszwecken hier, weil ich einen Sender brauche mit zwei ELRS-Modulen. Tatsächlich, in dem Sender ist ein internes ELRS-Modul mittlerweile eingebaut und ein externes ELRS-Modul ist noch eingesteckt. Das muss natürlich keine X12S sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Also beispielsweise eine Radio Master Boxer mit einem internen und einem zugesteckten externen ELRS-Modul, oder auch eine moderne Variante von der Radio Master TX16S mit einem internen ELRS-Modul und einem zugesteckten externen ELRS-Modul. So wie hier. Das ist tatsächlich ein ELRS-Modul. Habe ich euch in einem der letzten Videos mal gezeigt, wie man so sich das auch selber bauen kann. Okay, darum geht es aber im Wesentlichen jetzt nicht, sondern es geht um praktisch eine neue Version der ELRS-Firmware, die wir also auf die Empfänger hier flashen können. Das ist die Version 3.4 und die beinhaltet ein besonderes Feature, und dieses Feature, das nennt sich Team Race. Team Race in ELRS. Also hat nichts mit EdgeTX zu tun, sondern ist in dem ELRS mit drin. Und das können wir als Funktionsmodellbauer ganz gut gewinnbringend einsetzen. Nämlich für folgendes Szenario: Wir haben einen Sender, Claro, das ist unser HTX, und wir haben nicht nur einen Empfänger, sondern wir haben theoretisch beliebig viel. Praktisch ist das erst einmal in dem Team Race auf 6 Stück begrenzt, und die wollen wir alle von dem einen Sender aus steuern. Das ist ein Szenario, was funktioniert. Das hat auch schon mit dem Multiprotokollmodul funktioniert. Da gab es so ein paar Besonderheiten, aber es geht zumindest mal, wenn man überlegt, dass jetzt einfach nur die Steuerdaten von dem Sender zu den verschiedenen Empfängern übertragen werden sollen. Also wenn das ausschließlich in diese Richtung funktioniert.
Das ging ja schon bei den 40 MHz Anlagen. Das ging bei dem Multiprotokollmodul und das geht jetzt auch bei EdgeTX Zusammenhang mit ELRS. Also hier brauchen wir ELRS drauf. Was ist das Besondere? Wenn wir nochmal zurückspringen, vielleicht mag der ein oder andere sich das nochmal anschauen an die Folge, wo ich das beschrieben habe mit dem Multiprotokollmodul und den klassischen RC-Links. Nehmen wir mal als Beispiel FlySky. Da musste man darauf achten, dass diese Empfänger unterschiedlich waren. Es durfte nämlich nur ein Empfänger dabei sein, der telemetriefähig war und alle anderen Empfänger mussten ohne Telemetrie sein und das konnte man nicht konfigurieren, sondern es war eine Kaufentscheidung, die, also man braucht hier einen Empfänger mit Telemetrie, bei FlySky war das mit dem I im Namen und die anderen mussten dann ohne Telemetrie sein. Bei ELRS ist das glücklicherweise anders, das ist keine Kaufentscheidung, sondern wir können bei dem Empfänger sagen, durch Konfiguration, ob er Telemetrie aussenden soll oder nicht. Das, ich meine, ich hätte das schon mal gezeigt in einem Video. Ich zeige es jetzt aber nochmal, wo das geht. Man lässt den Empfänger, wie gesagt, in den Wi-Fi-Modus gehen. Eine Minute, sofern man das nicht verändert hat, muss er dann laufen, ohne mit einem Sender verbunden zu sein. Und dann geht man auf das Ad-Hoc-Netzwerk, was dieser Empfänger produziert, auf die IP-Adresse 10.0.0.1 und dann kriegt man hier die Webseite des Empfängers und da findet man unter der Modelloption oder unter dem Tab, für was jetzt hier mit Model beschrieben ist, wenn man da ganz unten auf die Seite scrollt, das ist bei allen Empfängern so, findet man einen Punkt, der heißt Force Telemetry off. Damit kann man also den Rückkanal, die Telemetrie der Empfänger abschalten. Also normalerweise senden die etwas zurück. Und was wir jetzt machen für alle unsere Empfänger, ich muss noch mal wieder auf meine Skizze hier umschalten, ist, dass wir für alle Empfänger diese Telemetrie abschalten. Bis auf einen, da lassen wir das eingeschaltet. Ja, dann funktioniert das. Das ist natürlich, zunächst mal ist das schön, auf der anderen Seite ist es aber auch gleich wieder unschön, weil man hat dann ja bei den aktiven Modellen nur eins, was Telemetrie sendet. Also man kann noch nicht mal die Akkuspannung überwachen in seinem Modell. Es gibt ja Schiffsmodellbauer, die lassen alle ihre Modelle am Tagesbeginn zu Wasser. Und da wäre es natürlich auch ganz schön, wenn man da die Telemetrie dann hätte. Ja, wenn man das so verstanden hat, dann kommt man natürlich ziemlich schnell auf die Idee und sagt, okay, ich habe ja die Möglichkeit, in meinem HTX-Sender, zwei ELRS-Module zu aktivieren. Upsala, das sollte extern heißen. Ein internes und ein externes ELRS. Und dann mache ich das doch einfach so, dass ich hier mit dem einen Sendemodul gewissermaßen einen Bereich aufspanne und mit dem zweiten Sendemodul einen anderen Bereich aufspanne. Da habe ich immer dazu gesagt, das ist euer Reich, euer Realm. Und das wird bestimmt durch eine Passphrase und die Passphrases, die für diese beiden Sendemodule verwendet werden, müssen natürlich unterschiedlich sein, hatte ich beim letzten Mal auch erklärt. Ja, und dann können wir also hier einen Empfänger rein platzieren und hier einen anderen Empfänger rein platzieren und dann sollte es möglich sein, dass die beiden sich auch bidirektional, also inklusive Telemetrie, miteinander unterhalten. Denn letztendlich ist dieser Fall ja nichts anderes, als würden mehrere Modellbauer gleichzeitig am Teich stehen oder auf einem Flugfeld mit unterschiedlichen Passphrases und das funktioniert. Ja, soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, im Moment ist es leider so, dass diese Telemetriedaten, die kommen ja hier irgendwie aus dem Modul heraus und die sollen hier in HTX verarbeitet werden,
dass das nicht funktioniert oder noch nicht funktioniert, muss man besser sagen. EdgeTX ist da noch nicht so weit, dass mehrere Telemetriedatenströme von einem ELRS-Modul gleichzeitig hier im Sender verarbeitet werden können. Das geht leider nicht. Ist auch ein bisschen unpraktisch, wie ich finde, weil man zwei unterschiedliche Realms braucht, also unterschiedliche Passphrases, die man eventuell für seine Modelle dann auch noch ändern muss. Sinnvoll wäre das dann für zwei Modelle. Bei mehr als zwei Modellen hört es dann auch wieder auf. Der einzige Vorteil dieses Schemas wäre, dass man tatsächlich alle 32 Kanäle im Sender nutzen könnte. Man könnte also hier die Kanäle 1 bis 16 konfigurieren und hier die Kanäle 17 bis 32. Ja, aber wie gesagt, im Moment scheidet das eh aus. Okay, gut. So, das war alles noch Standard. Und jetzt gehen wir mal zu der neuen ELRS-Version 3.4. Da ist momentan der Release-Kandidat unterwegs. Also wer mag und ein bisschen experimentierfreudig ist, der darf diese Version dann schon mal auf seinen Empfänger flashen. Gut, jetzt schalte ich den Empfänger kurz mal wieder aus und schalte meinen Sender ein. Ja, dieses blöde Servo, es fällt immer um, muss doch irgendwann mal die großen nehmen. Ja, jetzt schalte ich die Stromversorgung für den Empfänger wieder ein und der sollte sich dann nach kurzer Zeit hier auch binden. Ja, das Blinkmuster, das einfache Blinkmuster, er sucht noch. Das warten wir jetzt mal kurz ab, bis der sich da erfolgreich gebunden hat. Und dann gucken wir uns mal die Empfängerkonfiguration an für diese neuere Version von dem ELRS, die Version 3.4. Na, das dauert aber heute wirklich ein bisschen lang. Habe ich hier überhaupt mein Modul eingeschaltet von dem Modell? Ja, das externe Modul ist an. Ja, das ist auch aktiv. Kleine Info, man sieht das hier. An dem Status 333 Hertz. Das ist dieselbe Rate, die man dann auch bei der Konfiguration des... jetzt hat es gebrummelt. Jetzt ist er endlich gebunden. Das hat ja sehr lange gedauert. Okay. Jetzt schauen wir uns mal die Konfiguration von dem Empfänger an. Das können wir machen über das ELRS-Skript, was hier in den Tools liegen sollte bei euch auch. Das starte ich jetzt mal und wenn man das Skript startet, das haben wir schon auch in einer letzten Folge gesehen, dann bekommt man zunächst einmal das Menü des eigenen Sendemoduls angezeigt. Ja, und da findet man aber ganz unten auf dieser Seite auch den Eintrag Other Devices. Im Übrigen seht ihr auch hier die Versionsnummer. Auch das Sendemodul habe ich mittlerweile auf 3.4 RC2 abgedatet. Hätte nicht sein müssen, weil das, was ich mit euch zeige, mit dem Sendemodul gar nichts zu tun hat. Es geht um den Empfänger. Und wir gehen jetzt hier auf Other Devices und finden dann dort den RadioMaster ER8. So, und jetzt ist es so, über die Telemetrie baut sich jetzt dieses Menü hier auf. Und da finden wir jetzt in der Tat einen neuen Punkt, den ja die meisten wahrscheinlich noch nicht gesehen haben dürften. Das ist der Punkt Team Race hier. Okay, auch da gehen wir mal drauf. Und da finden wir drei, naja, wenn ihr den Release-Kandidaten nehmt, dann findet ihr eigentlich nur zwei Menüpunkte, nämlich Channel und Position. Auf dieses Use Failsafe komme ich nachher nochmal zu sprechen. Channel und Position. Okay, was wird jetzt hier gemacht? Dazu lege ich den Sender nochmal kurz an die Seite. Wir wollen ja folgende Sache haben. Wir haben ja hier unseren Sender, wieder mit EdgeTX. Wir haben hier, egal, ein internes oder externes ELRS-Modul, das spannt diesen Realm auf und wir haben hier unseren
unsere, ich nehme jetzt nur mal zwei Empfänger. Es geht bis zu sechs Empfängern. Schreibe ich mal dahin. Team Race bis sechs Empfänger. Ich habe jetzt noch mal zwei hingemalt. Ja, die sind hier verbunden. Und wie wir eben gelernt haben, darf ja nur einer davon Telemetrie aussenden. Und diese Konfiguration, ob Telemetrie ausgesendet wird oder nicht, die können wir jetzt im laufenden Betrieb, also im gebundenen Zustand, ändern. Also die Übertragung der Kanaldaten, die geht immer zu den Empfängern. Aber ob ein Empfänger jetzt Telemetrie zurücksendet oder nicht, das können wir hier nochmal aktivieren. Wir können also hier so einen Empfänger praktisch in den aktiven Zustand versetzen. Also der Empfänger hat im Prinzip jetzt zwei Betriebszustände. Das ist einmal, ich würde das ganz gerne Active nennen. Das bedeutet, er empfängt natürlich die Kanaldaten von den Kanälen 1 bis 16 und er hat Telemetrie. Telemetrie. Ja, also Telemetrie ist eingeschaltet. Und der zweite Zustand, das ist der inaktive Zustand. Da ist jetzt die Frage, was ist mit den Kanälen 1 bis 16? Das lasse ich mal für einen Moment offen, aber wichtig ist, dass eben keine Telemetrie dort übertragen wird. Und die Umschaltung zwischen aktiven und inaktiven Modus für so einen Empfänger, das macht man tatsächlich über die Kanaldaten. Man wählt sich einen Kanal aus, der geht jetzt uns leider verloren für die normale Funktion. Also von den 16 Kanälen bleiben eigentlich nur noch 15 übrig. Und über diesen Kanal, also über einen Steuerkanal, schalten wir die Empfänger aktiv oder inaktiv. Okay, gut. Das gucken wir uns jetzt hier mal an. Jetzt prallen so ein bisschen die verschiedenen Nomenklaturen aufeinander. Zunächst einmal steht hier oben Channel, da steht AUX 7. Was ist AUX 7? Der normale Mensch kennt das vielleicht nicht. Dazu muss man sich jetzt in die Nomenklatur der Entwickler von ELRS eindenken. ELRS ist entstanden für die Drohnenflieger. Die Drohnenflieger brauchen eigentlich immer nur die Kanäle 1 bis 4. Der fünfte Kanal hat schon ein Sonderdasein, das ist der sogenannte Arming Channel, der schaltet die Drohne dann scharf. Da unterscheidet man auch eigentlich immer nur zwei Positionen, also minus 100%, plus 100%. Bei plus 100% ist die Drohne dann scharf geschaltet. Diesen Kanal mit der Nummer 5, den hat man traditionell AUX 1 genannt, also Hilfskanal Nummer 1, Auxiliary Nummer 1. Und diese Nummerierung geht jetzt also so weiter. Dementsprechend ist Auxiliary Nummer 7 dann Kanal 11. Ja, Auxiliary Nummer 8 wäre Kanal 12 und so weiter. Also ihr könnt euch hier jetzt einen beliebigen aussuchen. Ich lasse es einfach mal auf AUX 7 hier stehen, wie es defaultmäßig war. Okay, dieser Kanal. Also, Kanal Nummer 11, da gehe ich jetzt mal hin in meinem Modell. Dieser Kanal, Kanal Nummer 11, gehe ich auf die Mischer. Genau, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt dummerweise X2 eingestellt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Dieser Kanal mit der Nummer 11, der soll jetzt unseren aktiven Empfänger auswählen und weil wir bis zu sechs Empfänger möglich haben, nehmen wir sinnvollerweise die Krähenfüße auf der Radio Master, um das umzuschalten. Das ist also hier, ich nehme jetzt gerade als Quelle direkt
keinen Input, sondern ich nehme direkt die Krähenfüße hier. Und wenn man anguckt, welche Werte dort hier was habe ich denn jetzt gemacht? Ich lösche das gerade noch mal. Zeile löschen. Und ich füge eine Zeile hinzu für Kanal Nummer 11. Ich weiß nicht, was ich da eben gerade gedrückt habe. Das war jedenfalls nicht im Sinne des Erfinders. Wo ist mein Schalter? Ja, ich mache das jetzt anders. Da ist er doch. So, es war jetzt ein bisschen umständlich, wie ich das gerade gemacht habe. Aber unser 6-Positionen-Schalter, wir sehen das hier, welche Werte da ausgegeben werden. Das sind einfach die 6 Positionen. Genau, und mit diesen Kanalwerten, also minus 100%, minus 60%, minus 20%, plus 20, plus 60, plus 100%, diese 6 Werte, anhand dieser wird der aktive Empfänger hier ausgewählt. Und die anderen Empfänger, die dann nicht die richtige Position haben, die werden gleichzeitig dann inaktiviert, senden also keine Telemetrie mehr aus. Okay, jetzt muss ich einem Empfänger natürlich noch seine Nummer mitteilen, wann er aktiv werden soll. Und dazu brauchen wir jetzt wieder das Telemetrieskript, aus dem ich eben gerade ausgestiegen bin. Und da haben wir jetzt hier alle Devices. Achso, ich war ja schon bei dem ER8 drin. wieder nicht drauf geachtet. Also wir gehen hier nochmal auf Team Race. Channel 11, also AUX 7. Und Position steht hier auf Disabled. Also dieses Team Race ist jetzt noch gar nicht eingeschaltet. Und ich möchte diesem Empfänger jetzt die Nummer 1 geben. Das mache ich jetzt hier. Telemetrie verloren. Telemetrie wiederhergestellt. Der rekonfiguriert sich jetzt gerade, deswegen kommen diese Sprüche. Telemetrie verloren, Telemetrie wiederhergestellt. Okay, wir haben jetzt einen Empfänger. Man sieht, der ist noch aktiv. Der hört auf die Nummer 1. Also ich sage jetzt Team Race Nummer 1. Wenn ich jetzt Team Race wenn ich ihn über TeamRace jetzt dekonfiguriere, dann sendet er keine Telemetrie mehr aus. Das Experiment machen wir jetzt gleich mal. Ich gehe nochmal aus dem Skript heraus. Ich gucke erst mal, was hat er denn für Sensoren in meiner Modellkonfiguration. Da lasse ich mal die Sensorsuche laufen. Der hat 14 Sensoren. Alles Mögliche hier, Batterie, Spannung, 5 Volt, und was weiß ich noch alles hier. Das ist erstmal uninteressant. Wir merken uns einfach nur, dass er 14 Sensoren hat. Und wenn ich jetzt hier oben, oder ich kann die Telemetriedaten eigentlich auch angezeigt lassen, fällt mir gerade ein, ist vielleicht sogar sinnvoller. Wenn ich jetzt hier oben an den Krähenfüßen umschalte, dann wird er ja inaktiv. Es wird kein weiterer aktiv in dem Moment. Und dann passiert Folgendes. Der Sender meckert, dass er die Telemetrie verloren hat. Alle meine Sensoren gehen natürlich auf Rot, auf inaktiv. Und der Empfänger fängt jetzt merkwürdig an zu blinken. So ein Dreifach-Blinkmuster. Und das heißt jetzt, er ist zwar gebunden, aber er ist von dem Team Race inaktiv geschaltet worden. Wenn ich wieder auf Empfänger Nummer 1 gehe, Telemetrie wiederhergestellt. Dann ist auch alles wieder gut. Gut, also ich kann mit Hilfe dieses Steuerkanals, also sagen wir mal AUX 7 bzw. Channel 11, kann ich dann hier ein- und ausschalten. Okay, jetzt das Servo sollte sich ja eigentlich auch drehen, wenn ich hier den Steuerknüppel bewege, das tut es auch. Wenn ich jetzt den Empfänger inaktiv schalte, und so ist das normalerweise bei dem Team Race, dann bewegt sich das Servo nicht mehr, sondern die Kanäle gehen hier in Failsafe. Ja,
Ja? Das ist standardmäßig bei dem Team Race so. Das ist mal dafür gemacht oder gedacht worden, dass Wettbewerbspiloten ihre Drohnen fertig angeschlossen, eingeschaltet am Boden liegen haben. Sie fliegen mit einer Drohne, mit der Drohne passiert was, sie geht kaputt, weil sie gegen ein Tor fliegen. Und sie haben sofort die andere Drohne einsatzbereit. Sie brauchen nur hier einmal drücken und schon ist die andere Drohne wieder einsatzbereit. Sie können weitermachen. Deswegen Team Race. Okay, jetzt nehmen wir mal den anderen Empfänger hinzu. Und das soll jetzt unser Empfänger Nummer 2 sein. Der soll die Nummer Team Race 2 bekommen. Jetzt muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Und zwar muss ich jetzt zunächst einmal diesen Empfänger hier ausschalten und den anderen Empfänger einschalten. Telemetrie verloren. Und wir gucken uns jetzt die Konfiguration von diesem Empfänger an. Der blinkt so hektisch dreimal, also offensichtlich ist er schon im Team Race Modus gebunden, ist inaktiv. Und Telemetrie wenn ich wiederhergestellt. Auf 2 schalte, Entschuldigung, man hat es nicht gesehen, also ich schalte auf 2, dann ist der Empfänger hier der aktive und dann kann ich das Express-LRS-Skript auch benutzen und ich gucke mir mal die Konfiguration von dem Empfänger an. Ach, Quatsch, jetzt habe ich das Menü von dem Cruise-Controller, das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich wollte ja den Empfänger hier, den Happy Model EP24, das Menü mir angucken. Gut, das hat sich aufgebaut und da sieht man jetzt auch den Team Race Menüpunkt. Da gehe ich mal drauf. Ja, und da ist es tatsächlich so, dass wir hier auch natürlich denselben Kanal zum Aktivieren eingestellt haben müssen, wie bei allen anderen Empfängern auch. Also das ist jetzt AUX 7 und der hat tatsächlich die Position 2. Deswegen hat das auch schon funktioniert. Das hatte ich schon vorbereitet. Das heißt, dieser hier ist in der Position 2 aktiv. Ich habe hier auf 2 geschaltet. Der funktioniert. Und wenn ich den jetzt wegschalte, dann ist die Telemetrie weg. Aber interessanterweise läuft das Servo dann immer noch. Das ist noch eine Ergänzung zu dem Team Race. Das ist der dritte Menüpunkt hier, ob das Failsafe überhaupt genutzt werden soll oder nicht. In dem Fall hatte ich das Failsafe hier schon abgeschaltet. Das heißt, ich kann bei diesem Empfänger einfach nur die Telemetrie abschalten, aber die Kanaldaten sind immer noch, also sie sind sowieso da, aber es ist die Frage, ob der Empfänger jetzt auf Failsafe geht oder nicht. Also ich kann mich hier nochmal entscheiden beim Failsafe ja oder nein. Ja, und da wird es jetzt interessant für die Funktionsmodellbauer. Ja, jetzt muss ich dieses Failsafe hier bei dem anderen Empfänger auch nochmal deaktivieren. Dazu gehe ich hier nochmal raus aus dem Menü und ich schalte nochmal den anderen Empfänger ein. Da muss ich es reinstecken. Telemetrie wiederhergestellt. Der ist wieder da. Und da mache ich das gleiche Spiel. Ich gehe wieder in das Menü hinein von dem ER8 und das Team Race. Und da mache ich jetzt auch, dass ich das Failsafe wegschalte. Telemetrie verloren. Telemetrie wiederhergestellt. Okay. Gehen wir aus dem Skript raus. Also der geht. Ja, und wenn ich jetzt auf den anderen Empfänger umschalte, dann blinkt er. Er ist also im Team Race deaktiviert. Verloren. Keine Telemetrie mehr, sagt die Fernsteuerung. Aber trotzdem geht noch unser Servo. Und jetzt machen wir das, was wir ja eigentlich erreichen wollen. Ich hole mir jetzt den Strom einfach nur von dem Empfänger hier. Telemetrie wiederhergestellt. Jetzt ist dieser der aktive.
Ich bekomme also Telemetrie von dem, aber beide Servos funktionieren. Ich schalte um. Die Servos funktionieren immer noch. Ihr seht, das geht sofort. Und jetzt habe ich die Telemetrie von dem hier. Schauen wir nochmal in die Modellkonfiguration gerade rein. Und die Telemetrie, da sind die 14 Sensoren von dem hier. 14, nach wie vor da. Genau. Und wenn ich umschalte, wie gesagt, dann habe ich jetzt die Telemetrie von dem hier. Das ist natürlich auch ein Express-LRS-Empfänger. Der hat auch, upsala, der hat auch seine 14 Sensoren, wie... Sensor verloren. Entschuldigung, der hat ja nur 10, weil der keine Spannungsüberwachung hat. Also das hat der ja hier zusätzlich. Wenn ich jetzt aber hier die Sensorsuche nochmal starte, dann komme ich tatsächlich auf 21 Sensoren, weil der Cruise Controller noch ein bisschen mehr liefert. Zum Beispiel RPM. Gut, es ist jetzt kein Drehzahlsteller angeschlossen. GPS ist auch nicht angeschlossen. Das GPS liefert also jetzt irgendwelche Fantasiedaten dort. Temperatur auch nicht. Temperatursensor ist auch nicht angeschlossen. Sind also jetzt irgendwelche Fantasiedaten. Man muss also darauf achten, dass man, wenn ein Empfänger oder ein Modell mehr Telemetrie liefert, dass man dann nochmal die Sensorsuche startet. Die Sensoren verschwinden natürlich, wenn ich dann umschalte. Ich habe jetzt diesen Empfänger wieder aktiv. Sensor verloren. Und irgendwann meckert dann die Fernsteuerung. Sensor verloren. Dass die zusätzlich. Ja, ist ja jetzt gut, dass die zusätzlichen Sensoren dann nicht mehr vorhanden sind, wenn man umschaltet. Das ist natürlich klar, wenn man eine unterschiedliche Art und unterschiedliche Anzahl von Sensoren auf den beiden Empfängern hat. Ja, man kann also beide Modelle gleichzeitig steuern. Man kann auch die Telemetrie abrufen, indem man einfach hier umschaltet. Das finde ich also eine wunderbare Sache. Damit haben wir fast die volle Schönheit. Volle Schönheit wäre natürlich gewesen, wenn wir auch von beiden Empfängern gleichzeitig die Telemetrie abrufen könnten. Das geht natürlich prinzipiell jetzt erst einmal nicht. Ich weiß nicht, ob man das später nochmal einbauen wird. Ich glaube es eher nicht, weil das ein sehr tiefer Eingriff in das Funkprotokoll wäre. Aber mit dieser Variante von dem TeamRace haben wir doch als Funktionsmodellbauer schon eine ganze Menge gewonnen. Es ist vielleicht so ein bisschen zweckentfremdet, aber ich finde das ein wunderbares Feature. Natürlich darf man das nicht auf die Spitze treiben, also mit 6 Empfängern und einem Kanal, der uns dann für die Umschalterei hier verloren geht, also den Steuerkanal, den Kanal 11, bleiben also 15 übrig. Ja, also dann hat man im Schnitt noch 2,5 Kanäle für jedes Modell zum Steuern. Also ich würde das jetzt nicht so auf die Spitze treiben, aber von den 16 Kanälen, man könnte ja also 2, 3 oder 4 Modelle, wäre ja noch akzeptabel, dass man die dann so steuert. Also muss ich vielleicht nochmal erläutern, was ich eben gemeint habe. Also man hat von den 16 Kanälen bei 6 Empfängern dann nur noch 2 wirklich ausschließlich für einen Empfänger. Die anderen Kanäle müssten dann so eingerichtet sein, dass sie eben für alle Modelle dann auch die gleichen Funktionen auslösen. Jo. Perfekt, genau. Das war natürlich eine relativ lange Folge. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft versprochen, weil geschnitten wird ja nichts. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Gut, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.